Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Tiger 1 und der Karte Steppen. Ja, geschickt wurde das Ganze von Lucky Kid 20. Vielen Dank an dieser Stelle für die Einsendung. Und ja, natürlich ist es schön mit dem Tiger, der für mich eigentlich fast beste oder wahrscheinlich für mich sogar beste 7er schwere Panzer als Top-Tier gematcht zu werden. Das heißt, ihr seht ja, dass beide Teams hier 5 7er haben, dann 6er und dann sogar noch vereinzelt 5er. Also von dem her hätte es da definitiv schlechter kommen können für das deutsche Monster. Jetzt schauen wir mal, wie er sich hier so verhält. Und natürlich auch, wie die Gegner kommen. Da drüben schon der erste T-150, der offen ist. Kommt aber nicht drauf, aber vielleicht auf die Syrian 100 und ja, der klappt und trifft da auch sofort. Auch noch ein T28 KTC da hinten. Auto-Aim auf die Su und nochmal ein Treffer. Da hat die Su sich nicht früh genug zurückgezogen und dementsprechend hat er da nochmal einstecken müssen. Scooter T hätte auch fast nochmal einen bekommen. Ja, der Gegner hier ein bisschen sehr langsam mit seinem Weg. Der Scooter sogar so, dass man sagt, er kriegt vielleicht gleich noch eine drauf, wenn er so bleibt. Aber nee. Doch nicht. Cromwell Crusader, alles hier jetzt erreichbar und auch so, dass man sagen kann, da kann er ruhig drauf fahren, da kann er den Heavy auspacken und zeigen, wer hier wirklich was einstecken kann. Aber Crusader kommt jetzt, da wollte, hat er das Movement nicht richtig antizipiert, da wollte er schon drauf schießen, aber dann war er stillgestanden und jetzt hat er leider noch in den Boden geschossen. Der Crusader probiert es nochmal. Jetzt denkt er sich, Crusader, auf dich habe ich gar keinen Bock mehr. Lass mich doch in Ruhe. Aber jetzt wird der Crusader, genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird er langsam zu übermütig, bleibt stehen, zieht sich gar nicht mehr zurück und dass er dann irgendwann die Quittung bekommt, das ist natürlich klar. Der Schuss, wenn ihn getroffen hätte gerade eben, das wäre natürlich die Krönung schlechthin. KV-3 kommt jetzt auch weiter vor. Jetzt spielt er hier gut die Position aus. Kann er jetzt toll auf den KV-3 schießen und wirken. Hat ihn jetzt auch gekettet. Nochmal da den Hit. Schneller Reload. Und lässt leider noch 3 HP stehen. Jetzt mit Auto-Aim probiert er es jetzt nochmal. Ja, Auto-Aim nimmt er ihn raus. Der KV-3 konnte nur noch abprallen an seinem Deckel. Jetzt fährt er auch weiter vor, weil natürlich ist das, was es hier an Gegnern gibt, überschaubar. Auto-Aim und Crusader trifft auch sogar noch, aber nur kritisch. Jetzt kommt da vorne ein Cromwell. Cromwell darf man nicht unterschätzen. Die sind schon durchaus sehr, sehr nervig. Aber Auto-Aim, dann gibt er ihm einen, prallt hier, beziehungsweise zieht ihm die Kette, das wollte ich sagen. Hat der Cromwell nochmal dann sogar in Summe noch 2 Hits rausbekommen. KV-1S. Nein! Bisschen zu spät. Dann hat er nicht in den Boden geschossen, aber mit dem nächsten wird er ihn treffen. Da ist er auch schon. Und der wird ihn wohl wegmachen. Ja. Sehr gut. Und jetzt heißt es weiterfahren. Su 100 und AT-7 wurden noch gar nicht gespottet im Spiel. Da ist der AT-7 jetzt offen. So, jetzt der T-150, ne? Er geht wohl doch auf die Su 100. Su 100 will sich hier auf den Leopard einschießen. Dementsprechend kann er das nutzen. Und den hier entspannt seine Hitpoints klauen. Jetzt der T-150. Der verschießt. Hat jetzt 10 Sekunden Reload. Da kann er locker nochmal einen rausbringen. So, jetzt zieht er sich noch weiter zurück. Er hat jetzt schon 3300 Schaden gemacht, aber in Anführungszeichen erst 3 Kills. So ein Krieger wäre schön. Ja, da hat er jetzt auf jeden Fall mal einen gemacht, den er Richtung Krieger bräuchte und benötigt. Der HTC, der ist nicht leicht, wie gesagt. Da kann ich nur empfehlen, links und rechts auf die
Ich sag's wirklich, es klingt zwar doof, aber links und rechts auf die Brüste. Da kommt man nämlich gut durch. Da genau dahin, wo er gerade geschossen hat. Das sind seine Schwachpunkte. Er aimt genau drauf, also er weiß auch exakt. Weil manche tun sich da sehr schwer, manche wissen nicht, wo man den draufschießt. Dann ist der nämlich wirklich das Monster. Wenn man es aber weiß, dann ist er sogar sehr einfach als Gegner. Und jetzt bekommt er schon den fünften Kill. Jetzt braucht er nur noch einen zum Krieger. Die Meute stürzt sich da drüben auf die restlichen verbliebenen drei. Ah, ist ja schon ein schönes Ding. Und wie gesagt, ich kann diese Linie ausnahmslos nur allen empfehlen. So, da vorne T29. Aber der zieht sich so schnell zurück, dass er nicht mal drauf wirken kann. Jetzt kommt er wieder vor. Da rechnet er und wartet er drauf. Aber macht er jetzt doch nicht, sodass er hier eine andere Route fährt. AT7 und OI haben jetzt mal zwei Teammember von ihm rausgenommen. Da der OI nur noch 7 HP, der AT ist dafür noch voll. Vielleicht kann er ja den abstauben mit 7 HP. Ja, da könnte er dem tatsächlich abstauben, aber er achtet hier nur auf den AT7. Der OI hat jetzt den IS-2 rausgenommen. So, jetzt kommt auch der. Hat er jetzt schön gerade im Blick gehabt, dass er hier zurückgezogen ist, dass der T29 da gleich vorkommen wird. Kommt noch ein Kill und dann ist fast den Krieger klar. Ah, da prallt er ab, leider. Das wäre ein schöner Schuss. Hat gut getroffen eigentlich, aber leider nicht zerstört. Nochmal. Jetzt klappt's. Sehr fein. Den Krieger mit 5300 Schaden klar gemacht. Jetzt kommt, macht den OI. Das ist der. Ja, sehr gut. Und wenn er noch einen macht, macht der Gurley Radley Walt das klar. Er hat hier keinen, der ihn den Kill gerade klauen kann. Von der Position steht er sehr, sehr schön. Sehr gut. Jetzt nachladen, zurückziehen. Er prallt nochmal ab. Klappt nochmal und jetzt noch einmal und dann hat er's. Komm, hol dir die Radley Walters. Verdient hast du dir, Junge. Und tatsächlich, er macht die Radley Walters klar. 8 Kills, 6055 Schaden und das mit einem 7er Panzer, wo man manche 10er Panzer hat, die den Schaden nicht machen. Ja, war eine tolle Runde. Radley Walters mehr als verdient und das auch noch in 7 Minuten 27. Würde ich sagen, alles richtig gemacht. Chapeau. Schöne Tigerrunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis demnächst, euer Alcaramba.